Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Final Fantasy IX an der großen Zitadelle Südentor. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Wo ist Lilly, Steiner? Es ist meine Aufgabe, dieses Tor ohne Verdacht zu erregen, zu passieren. Okay. Zu kurz geratene Wache. Was bist du denn für einer? Und zu lang geratene Wache? Was willst du an einem Ort wie diesen? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten des Südentors gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich, und so habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ei, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Fortschritten. Genau. Vorschriften. Ja. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen, gehört auch zu den Vorschriften. Das reicht schon. Das war ein Schritt. Nicht zu ungut. Gehört auch zu den Vorschriften. Wieso will ich immer Fortschritten sagen? Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Ah, jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann im mittleren Alter gefahndet wird. Upsi. Mann, was ist das denn für ein Mörderknoten? Und angeblich soll dieses junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sehen. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber es ist doch die Tochter von König Brain. König, was ist los mit mir, verdammt? Aber es ist doch die Tochter von Königin Brain, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die hübsch sein soll. Hä? Was zum Ratzinger ist denn das? Bei meinen langen Beinen, was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift? Was hast du damit vor, du Wahnsinniger? Sprich! Gestank? Bedauere, etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindblums, die berüchtigten Schweißgurken. Ach, Steiner. Über seinen Geschmack lässt sich streiten. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise. Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren. Und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zu äußersten da... Schönen Dank. Und somit konnten wir das Südentor zumindest unten passieren. Endlich sind wir im Inneren des Tors. Genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. So, und jetzt nur noch einen Ort finden, wo keiner herumlungert. Der abgelegene Durchgang dort ist doch ideal. Aber das junge Fräulein und der Mann sind ein wenig im Weg. Ach, ist die Musik nicht wunderschön? Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Ich höre Gerüchte über irgendwelche Gespenster. Und überhaupt, warum wurde das Südentor zerstört? Ich war's nicht. Ehrlich! Dieses kleine Tor hier ist eine einzige Fehlkonstruktion. Was ist das eigentlich für eine Rasse? Dieser kleine Kerl da. Das wird im ganzen Spiel irgendwie nicht erklärt. Das weiß ich nicht. Weil es gibt ja die Bumikianer und die Humanoiden und die Schwarzmagier. Und so weiter. Aber er soll so eine Art von Wesen... Ist wohl egal. Wozu gibt es diesen Weg überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel, um von Monstern gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Aber so denken alle und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Moser, Moser.
Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor konnten, Kerl. Zersäbeln! Ja, lassen wir das mal. Schon allein zum Schutze der Prinzessin ist es die Pflicht eines Ritters, Ruhe zu bewahren. Hier oben ist eine Kiste, aber solange wir den Sack auf dem Rücken haben, kommen wir da nicht ran. Mit dem Gepäck kommen selbst ein Steiner nicht drauf. Hallo? Jetzt musste ich mein Geschäft doch aufgeben. Ja, der arbeitslose Jeff. Ein Stück weiter drüben gibt es das Geschäft Altair. Altair! Aber sie verkauften leider keine magischen Gegenstände mehr. Schade. Hey du, ich möchte erst mit dir reden. Aushilfe Mary. Was mache ich bloß, jetzt wo sein Geschäft bankrott ist? Oh. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Oh, oh. Es hilft nichts, Sachen... Was war das denn? Egal. Es hilft nichts, Sachen nachzutrauern, die schon geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Verstehen Sie? Stimmt, ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Und sie geht von diesem Durchgang weg. Vielen Dank. Bitteschön. Jetzt nur noch diesen Mann. Sagen die jetzt was anderes hier? Wer ist denn dieses geschwätzige Mädchen? Ja, ich dachte, ihr gehört zusammen. Also, okay, dem war wohl nicht so. Hey du. Ehrlich aussehender junger Mann. 12 Hämmer, 23 Meißel und dann noch... Ehrlich aussehender junger... Ach, habe ich doch schon vorgelesen. Ah, ihr sucht wohl Arbeit? So ist es. Na dann herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hierher gekommen. Hier am Bordentor bin ich der aufsichtshabende Mechaniker. Aber außer mir gibt es eh nur noch einen Mechaniker. Der sich da gerade aufregt. Mein Vertrag geht auch nur ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht. Und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Ja, ja, that's it. Huch, aber verzeiht, jetzt habe ich euch mit meinem langweiligen Geschwätz aufgehalten. Nun, es gibt etwas, was ihr wissen solltet. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Der glaubt wohl, der könne mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich. Jetzt ist die Luft rein. Die Luft ist rein, die Luft ist rein. Tschüss, auf Wiedersehen, bye bye. Hey du, stehen geblieben. Oh oh. Ich glaube, er erwischt uns doch noch. Komm mal hier rüber, gehört zu den Vorschriften. Willst du nochmal in den Sack gucken? Dafür bin ich ja nicht so... Ich will abhauen. Okay, lassen wir das. Ja? Halt! Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt dreh dich ganz langsam zu mir um und komm ja nicht auf dumme Gedanken. Puh. Hör zu, um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Oh. Ich lasse ihn genau hier liegen und wenn ich verschwinde und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld, verstanden? Nicht meine. Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeugs mit dir rum. Okay. Na gut. Passierschein erhalten. Dann wollen wir doch mal. Ja, die Luft ist rein. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Steiner, kann ich rauskommen?
Jawohl. Gut, dann gebt bitte Acht, dass keiner kommt. Jawohl. Raschel, raschel, tuschel, tuschel. Raschel, raschel, raschel. Lilly! Puh, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Er hält noch Wache, dann ziehe ich mich geschwind um. Dann wollen wir mal die andere Seite bewachen. Oh! Ach Mist, sie ist schon fertig. Ich war zu langsam. Wäre lustig gewesen. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf Prinzessin Steiner? Wie war... Oh, ich meinte selbstverständlich Fräulein Lilly. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Treno erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl, ich werde darauf achten, bis wir in Treno angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Die sind nämlich gar nicht nach Bomekia. Die wollen ins Schloss. Nach Alexandria zurück. Dann lass uns aufbrechen. Lilly möchte nämlich mit ihrer Mutter reden und sie fragen, was da los ist, was zum Geier sie da bitte tut. Und ja, deswegen wollen sie zurück nach Alexandria und nicht nach Bomekia, wo der Krieg tobt. Oh! Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne Zidane bisher geschafft. Nicht wahr? Fehlt er jetzt noch. Am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Nein, der ist süß, ja? Und hier ist der kleine Laden Altair, von dem gerade die Rede war. Schaut euch nur um. So, Potions können wir eigentlich immer gebrauchen. Weil die gehen ja nicht nur für Lilly und Steiner drauf, sondern die Items sind ja für das gesamte Team, auch wenn die Parteien voneinander getrennt sind. Oh, hiervon auch noch ein paar und davon ein paar. Und das reicht erstmal, das auch. Und davon drei. So, erstmal. Dann haben wir... Ja, ja, ist okay. Dann haben wir hier unten eine Kiste. Einen Mann. Das Südentor ist ein gigantisches Tor. Immerhin nimmt es einen ganzen Berg ein. Falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild dort. Okay, schauen wir mal. Ich komme hier nicht durch. Ich glaube, Lilly ist zu dick. So, Southgate. Fräulein Lilly, wir haben das Bordentor passiert und befinden uns nun auf der lindblumischen Seite der Bordenstation. Das Südentor fällt zwar noch unter lindblumisches Territorium, aber haben wir erstmal die Arbus-Bergkette hinter uns, befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. Hier ist unser Ziel, das Treno-Tor. Dieser Weg bringt uns in die Stadt der Adligen, Treno. Alles klar, und ich wollte mal gucken, was wir denen hier so anlegen können. Das hier schon mal nicht. Also halt so anlegen können, dass die auch was lernen. Das lassen wir so. Ui. Tontaum, Bodyguard, Weihrauch. Klingt super. Holzarge und HP plus 10%. Ist auch wahnsinnig toll. Legen wir an. So, für dich haben wir leider nichts mehr. Dafür hat sie das hier. Baumwollkleid. Sie lernt Apotheker und Shell. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes und sie hat halt immer noch die Route. Können wir neue Abilities denn anlegen? Apotheker. Effektivität der Arznei verdoppelt sich. Das ist sehr gut. So, und bei dir? Naja, wir haben einfach nicht genug, ne? Wir haben nicht genug Steinchen. Gut, dann hast du was für uns? Mognet. Ja, eine Bitte. Gerne. Ein Brief an Natsuna. Gern. Danke, Kupo. Noch was? Nee. Wir speichern kurz mal.